Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Jubilate. Seinen Namen hat dieser Sonntag nach den Worten des Psalms. Jubel zu Gott, der diese Welt geschaffen hat. Wir loben Gottes Schöpfung, gerade auch in Zeiten, in denen wir sehen, wie geschlagen diese Welt, wie geschlagen diese Schöpfung ist. So wie wir Ostern angesichts des Todes, angesichts von Karfreitag feiern und jubeln, dass das Leben stärker ist als der Tod, so jubeln wir heute über Gottes Schöpfung. Im Kindergottesdienst werden die Kinder die Geschichte hören, wie sie in der Bibel steht, die Geschichte von der Erschaffung der Welt. Sie sagt weniger aus darüber, wie diese Welt geworden ist, sondern sie sagt etwas darüber aus, wie wir in dieser Welt leben, wie wir sind. Dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott uns schenkt, was wir brauchen und dass Gott uns Verantwortung übergibt für diese Welt, in der wir leben dürfen. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottes Güte, dass sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tiere sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid. Die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein, die blüht zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güte ist groß. Drum wollst du von uns wenden, mild auf Frost, Reif und Schloss. Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze. Lasst uns Gott loben mit Worten des 66. Psalms. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singt zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun
an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom, dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker, die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen. Der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Ja, Gott, wir Lob singen und jauchzen, denn du bist da. Du kommst mitten unter uns, wo immer wir auch sind. Wir bitten dich, fülle unsere Herzen mit deinem Geist an diesem Sonntag Jubilate, dass wir fröhlich sein können an dem Ort, an dem wir sind, und deine Liebe und deine Herrlichkeit weitergeben, was auch passiert. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes und unseres Bruders Jesus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel, sie steht im 17. Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Menschen von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Menschen, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen nicht darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Menschen aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Halleluja. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja.
Alleluia, in deiner Urständ fröhlich ist. Alleluia, Alleluia. Das himmlische Heer im Himmel singt. Alleluia, Alleluia. Die Christenheit auf Erden klingt. Alleluia, Alleluia. Jetzt grünet, was nur grünen kann. Alleluia, Alleluia. Die Bäume zu blühen fangen an. Alleluia, Alleluia. Es singen jetzt die Vögel all. Alleluia, Alleluia. Jetzt singt und klingt die Nachtigall. Alleluia, Alleluia. Der Sonnenschein jetzt kommt herein. Alleluia, Alleluia. Und gibt der Welt einen neuen Schein. Alleluia, Alleluia. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Alleluia, Alleluia, in deiner Urständ fröhlich ist. Alleluia, Alleluia. Hört das Evangelium zum heutigen Sonntag Jubilate. Es steht beim Evangelisten Johannes im 15. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jüngerinnen und Jünger. Amen. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So beschreibt Jesus unser Verhältnis zu ihm, dem Christus. Weinstock und Reben. Ein Weinstock an sich ist noch nicht so richtig lebendig. Im Winter sieht man es nur ein paar dürre Äste. Doch dann im Frühjahr wachsen Reben an den Reben die Blätter, die Trauben, die Früchte. Um das Fruchtbringen geht es in der Rede, die Jesus hält. Wenn ihr nicht an mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr keine Frucht, so beschreibt er es. In diesem Bild gibt es viel zu entdecken. Das eine ist natürlich,
Die Teile der Pflanze wachsen aus dem Stamm, sie ziehen ihre Kraft aus der Wurzel, sie sind eingebunden. Ohne den Weinstock, an dem sie wachsen, könnten die Reben nicht gedeihen. So wie wir Menschen, ohne dass Gott uns für uns sorgt, uns ernährt, ohne dass Gott uns erschafft, können wir nicht sein. Aber das Bild geht weiter. Auch der Weinstock ist nutzlos, wenn er keine Früchte bringt. Der Weinstock ist darauf angewiesen, dass dort Früchte wachsen, denn sonst, so er beschreibt es Jesus, sonst reißt jeder Weingärtner den Weinstock heraus und schmeißt ihn weg, denn Weinstöcke, die keine Früchte bringen, die braucht er nicht. Unser Mittun ist also gefragt, dass wir dafür sorgen, dass dieser Weinstock Frucht bringt, dass wir als Glieder dieser Kirche dafür sorgen, dass Gottes Liebe gepredigt wird in Worten und Taten. Das ist eine unserer Aufgaben. Aber diesem Weinstock, diesem Bild vom Weinstock und den Reben, dem kann man noch mehr entnehmen. So ein Weinstock muss immer wieder zurechtgeschnitten werden. Wildwachsende Triebe müssen entfernt werden, er muss wieder in Form gebracht werden. Vielleicht meint der Evangelist Johannes damit einen Verweis auf das Kreuz Jesu, der die Last dieser Welt auf sich nimmt und erträgt und erduldet, damit wir in der Welt leben können. Das Bild vom Weinstock und den Weingärtnern, die Früchte, die wir bringen sollen. Der Wein, es hat etwas mit der Nahrung zu tun, süße, saftige Früchte, die uns gut tun. Aber mehr noch, der Wein steht für die Freude, für die Lust am Leben, dass das Leben in dieser Welt ein gutes, ein gelingendes Leben werden soll. Und Jesus sagt uns diese Sätze mitten hinein in eine Welt, in der so viel Leid herrscht. Die Freude, sie übertönt nicht das Leid, sondern seine Freude, seine Lebendigkeit, seine Liebe kommt mitten hinein in diese Welt. In diese Welt, die von Krisen geschüttelt ist, in diese Welt, in der immer noch Krieg herrscht, in diese Welt, in der wir Menschen die Schöpfung bedrohen und vernichten. In diese Welt hinein kommt seine Botschaft: Ich bin für euch da, ich sorge für euch, ich lasse euch wachsen. Und die Aufforderung, dass wir uns ändern sollen, dass wir Frucht bringen sollen, dass wir so leben sollen, wie es ihm entspricht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Christus beschreibt ein Verhältnis, eine Beziehung, die wir haben sollen. In Christus bleiben. Heutzutage würden wir formulieren, spirituell mit ihm verbunden sein, im Gebet mit ihm verbunden sein, sich ganz auf ihn verlassen. Eine innere Beziehung, zu der er uns einlädt, die uns bestärkt, die uns überhaupt erst das Leben in dieser Welt ermöglicht. Das alles ein Geschenk Gottes für uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Wir halten miteinander Fürbitte und wieder nehmen wir Anliegen auf, die an der Gebetswand stehen. Danke, Gott, dass es mir so gut geht. Bitte erhalte uns gesund, damit wir uns hier in der Kirche wieder begegnen können. Gott, wir freuen uns, dass in einer Woche es wieder möglich ist, hier am Sonntag Kantate in deiner Gegenwart Gottesdienst zu feiern. Sei auch jetzt bei uns an den Orten, an denen wir sind. Lieber Gott, wir hoffen, dass in dieser Zeit niemand verzweifelt und dass vor allem älteren Leuten und Großeltern und Enkelkinder viel oder zumindest genug Zuversicht haben. Gott, unser Vater, wir legen dir deine ganze wunderbare und geschundene Schöpfung ans Herz. Hilf uns, sie zu bewahren und wiederherzustellen dort, wo Wunden geschlagen worden sind. Komm mit deinem Geist und mit deiner Lebendigkeit in alles das, was du gemacht hast. Gott, in diesen Tagen denken wir an das Kriegsende vor 75 Jahren. Wir bringen vor dich alle Opfer von Krieg und Gewalt. Wir bitten dich, hilf du uns, dass Kriege ein Ende finden. Hilf du uns Menschen, dass wir lernen, in Frieden zu leben. Hilf uns zur Versöhnung. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, was uns bewegt und beschäftigt, das nehmen wir nun mit hinein in die Worte deines Gebets, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Und nun gehet hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.